Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Endlich bin ich jetzt dazu gekommen, den Müll zu machen. Ich hoffe, mein Baby schläft. Das andere große, etwas größere Kind schläft auch aktuell. Es ist einfach so müde gewesen, dass es nochmal eingeschlafen ist. Ich habe mich wenigstens einmal fertig gemacht. Ich war so seit 4 Tagen oder sowas nicht geschminkt. Wir machen das schnell jetzt. Ich fange random, sage ich mal, an, weil man weiß nie, wo es endet. Es ist eine never-ending Story. Ich fange an mit das, was oben drauf ist. Heute muss gelber Sack raus. Heute ist hier aktuell alles. Softstar, das ultra weiche, sensitiv Klopapier. Das habe ich jetzt im 4er-Pack, glaube ich, geholt. Oder im 3er-Pack. Die finde ich ganz in Ordnung. Natürlich sind die mit Mandeln meine Liebsten. Aber um für kleines Geld was zu sparen, da hole ich auch gerne die hier. So, dann habe ich diese Box, die ist vom Penny, ein bisschen so Wald angehaucht, ist ganz nett, unter 1 Euro, ist schön reißfest, also man kann wirklich rumschluddern, super. Also Haushalt, Beauty, ne, alles, Kind, Baby, alles. Dann Mundspülung, muss ich sagen, habe ich echt gerne gemocht, die hier. Ich weiß nicht, wo die her ist, vielleicht kann mir das ja jemand sagen, ich vermute mal so Lidl, Aldi, Penny, irgendwie sowas. Ohne Alkohol, ich muss sagen, ist wesentlich angenehmer als die mit Alkohol. Die mit Alkohol, die ist so dermaßen scharf, also scharf. Die ganze Wohnung riecht nach diesem Alkoholduft. Das ist so ekelhaft. Ich hasse das eh Pirigar oder so Fahne-mäßig. Wisst ihr, was ich meine? Dann haben wir hier vom Sacrotan, das habe ich gestern leer gemacht. Vorgestern hatte ich das leer gemacht, verhindert geruchsbildende Bakterien. Ich finde, wenn man einfach normale Duschgel ohne diesen Sacrotan, das ist ein Tick, glaube ich, was die Leute dann haben. Das habe ich schon ewig lang, ich wollte es aufbrauchen. Es ist jetzt nicht mein liebster Duft, aber ich wollte dieses Sacrotan ausprobieren. Für mich ist es nichts, ich dusche einfach ganz normal mit Duschgel und muss da kein Euro mehr drauf schmeißen, sag ich mal. Und ja, hat nicht viel bewirkt, was ein Duschgel eben bewirken soll. Dann habe ich diese Dinger geholt. Das ist dieses XXL-Pack gewesen. Vorteilspack, 20 Stück, finde ich super. Da kommt bei mir alles in die Tüte. Einmal, wenn ich Salat wasche und in den Kühlschrank mache, zum Beispiel. Oder auch so wie Kindersticker oder irgendwie sowas, was man verstauen will. Stifte, keine Ahnung, irgendwas, was immer rumfliegt. Ja, bevor das irgendwie lose da rumfliegt, da habe ich lieber diese Dinger. Finde ich viel, viel besser. Ich fange jetzt an, da ist mein Babyphone. Da schläft das Kind. Und sie hat aktuell das größere Bett. Boah. So, Slip-Einlagen, die sind mir zu klein. Also ich finde, ich habe einen großen Hintern bekommen. Es ist alles groß geworden. Meine Hände, meine Arme. Also ich selber bin ein kleiner, breiter Zwerg. Aber so an sich ist alles überdimensional. Also einfach, ich weiß nicht, wie jemand damit psychisch klarkommt, wenn er so viel zunimmt. Also ich komme damit nicht so klar. Ich werde jetzt dran arbeiten. Es wird wieder mal ein harter Weg. Slip-Einlagen sind so an sich okay, aber ich mag die langen einfach lieber. Sie sind mir sicherer nach der Geburt und ja, also genau, ich bin immer lieber safe, sag ich mal. So. Dann habe ich ganz, ganz viel diesen Alnatura Stilltee getrunken. Ich finde, der ist wirklich lecker. Ich mag den. Ich schmecke da überhaupt nicht dieses Kümmel-Anis. Wartet mal, ich schmecke da kein Fenchel, kein Anis. Fenchel vielleicht ein bisschen, aber dieses Anis, Kümmel, Fenchel, Zitronenverbene, Lavendelblüte, das ist dieses Besondere, glaube ich. Finde ich richtig, richtig angenehm und alle werdende Mütter, die stillen wollen, kann ich nur empfehlen. Ist wirklich lecker. Echt super. Gefällt mir sehr gut. Dann kaufe ich immer vom DM diese Dinger. Die habe ich aktuell auch für mein kleines Baby. Ich finde die weich, also sie sind nicht so rau. Und man kann sie gut, so kompakt. Ich habe halt die Schnur abgeschnitten, damit ich es besser greifen kann. Damit ich sie auch nicht verletze, weil die Schnur finde ich dann schon härter als dieses Teil. Das war jetzt von meinem Sohn. Davon mussten wir uns jetzt auch mal trennen. Dann Somat. Die sind erstaunlich gut. Das sind 50 Stück drin. Normalerweise haben wir diese XXL-Dinger, was man nicht wirklich spart.
Sie sind so eingepackt. Das sind nicht diese Gele, die sich da auflösen, sondern einfach in so Folie brauche ich jetzt eigentlich nicht. Aber ich brauche auch nicht, dass das ganze Tab in Plastik ist. Der Verschluss ist so ein bisschen tricky. Also für Kinder gut geeignet. Vor allen Dingen habe ich ja jetzt ein kleines, was irgendwann mal krabbeln wird. Aber da muss ich eine andere Lösung finden. Ich würde da eh nicht die Sachen dort lassen, sondern lieber in einen Schrank und den abschließen oder zumachen mit Kindersicherung, wie jetzt alles Waschmittel, Spülmittel und sowas verteilen auf die Räumlichkeiten. Mal gucken, wie das dann alles im Schluss sein wird. Dann hat meine Tochter aufgebraucht 3 in 1 Ananas-Reinigungstücher. Die hat sie vom DM gekauft. Die sind super. Die mag sie super gerne. Ja, hat ihr gut gefallen. Würde sie auch wieder nachkaufen. Ich glaube, davon hat sie dann noch mehr gekauft. Dann habe ich auch einer meiner Lieblings-Duschgele. Ich rieche schon diesen Duft Fahrcreme in Öl, Kakaobutter mit Kokosöl, intensive Pflege Duschcreme. Richtig, richtig geil. Dieser Duft, das ist einfach der geilste Duft. Ich verstehe die Leute, die sagen, das ist ihr allerliebster Duft. Wenn ich danach rauskomme aus der Dusche, meine Haut riecht immer noch danach und ich fühle mich einfach frisch. Ich brauche nicht unbedingt Parfüm. Jetzt in letzter Zeit versuche ich meine Parfüms so gut wie es geht zu benutzen. Täglich mal auf die Haare zu sprühen oder täglich mal auf die Klamotten oder wenn ich mal rausgehe. Ich vergesse es, muss ich ehrlich sagen. Ich habe bestimmt 20, sagen wir mal 10, 15 Parfüms, wo ich aber nicht dran denke, sie zu benutzen, weil ich ja husch husch mache. Denk mit, dieses Teil hier, also das werde ich nicht mehr nachkaufen. Ich habe jetzt eine Lösung gefunden, die für mich viel, viel intensiver und viel besser ist, wie das da. Zum einen würde ich das Spray vom Edeka nachkaufen. Das würde ich auf jeden Fall, wenn es nochmal gibt. Das Meeresfrische oder sowas. Das Blaue von Gut und Günstig. Das würde ich auf jeden Fall nachkaufen, weil das riecht für mich nach frisch gereinigt gewaschene Räumlichkeiten. So riecht das. Das hier dagegen riecht zu blumig. Das haben wir schon seit 20 Jahren. 2017 ist das auch abgelaufen, das ist auch so. Also es stand ewig im Keller, weil ich da als rumgesprüht habe, weil ich das super eklig fand, den Kellerduft, aber sie übertönt doch irgendwie. Dann habe ich das hier aussortiert. Das ist ein Fixing Mist von Pixi. Ich muss sagen, bei mir ist es, glaube ich, um. Es soll auch nach Rosenwasser riechen, aber es riecht so, so intensiv hatte ich das nicht im Kopf, dieses nach Oma. Rosenwasser. Wisst ihr, was ich meine? Dieses, so wie Omas riechen unterm Arm. So riecht das. So will ich nicht im Gesicht riechen und ich finde das echt eklig. Aussortiert. Ansonsten kann ich nicht mal so viel dazu sagen. Ich glaube, ich habe hiervon vielleicht die Hälfte aufgebraucht, was hier aufgebraucht ist. Das hatte ich nämlich auch irgendwie entweder dazu gekauft oder irgendwo im Kleiderkreisel ergattert. Ja, leider nicht so. Würde ich mir nicht nachkaufen. Ich habe noch ewig viele Wässerchen und die werden erstmal aufgebraucht. Was ich mir auch nicht wieder nachkaufen werde, ist von Cien. Das ist das mildes Waschgel, sanft reinigend für klare, frische Haut, normale Haut und Mischhaut. So an sich ist es ganz okay. Ich finde aber, dass dieses Zeug da viel zu flüssig ist. Das flutscht dir von der Hand und ist so glibberlich. Nee. Also. Nee, hat irgendwie nicht so richtig, man spart sich da schon ein bisschen, sag ich mal, Geld, aber im Endeffekt muss man die doppelte Menge nehmen, weil die Hälfte von der Hand flutscht. Macht auch keinen Sinn. Dann habe ich mal ewiger Zeiten irgendwas für mich getan, wo ich da einfach Augenpads rangeklebt habe. Ja, ist okay, aber ich finde nicht, dass ich so faltig oder so trockene Haut in letzter Zeit habe. Ich bin eher damit zu kämpfen, dass ich nicht schwitze, das ist mir eher so der Dorn im Auge, sag ich mal. Ja, ich denke, dass es sich mit der Gewichtsreduzierung auch ein bisschen bessert, sag ich mal. Ja. Müssen wir einfach mal das in Angriff nehmen, alles, wobei ich mich echt davor streue. Dann habe ich DAF-Nachfüllpack. Leider ist mir dieses DAF-Teil runtergefallen und kaputt gegangen. Das ist wahrscheinlich irgendwo da drinnen. Das muss ich dann in Nivea einfüllen. Und jeder, der das dann benutzt, es riecht nicht so, wie es riechen soll, weil der DAF drin ist. Ich finde auch das Nivea Blaue
Nivea-Duft einfach leckerer. Aber das riecht auch. Das riecht so ein bisschen, finde ich, blumig. Ja, okay. Sag ich mal, für Seife ist das schon okay. Hoffentlich schmeiße ich mein Geldbeutel nicht weg. Dann, Babyfeuchttücher, die benutze ich aktuell für das Baby tatsächlich, also für die Valentina. Ja, ich benutze selten Feuchttücher, sage ich mal, weil unser Waschbecken nebendran ist. Ich gehe schnell ihren Hintern waschen, auch wenn sie mal einmal vielleicht, ja, mache ich Feuchttuch oder so, wenn es schnell gehen soll, wobei Wasser auch schnell ist, ne? Aber wenn es einfach zack, zack gehen soll und dann durch einmal, dann werde ich ihren Hintern dann mit Wasser waschen. Dann habe ich diese nochmal. Die finde ich, wie gesagt, immer noch gut. Dann haben wir was geschenkt gekriegt und zwar waren das Windeln. Ich weiß nicht, wo die her sind. Keine Ahnung. Mamia, ich denke, dass es vom Aldi ist oder so. Die hier waren ganz okay. Ja, waren ganz okay. Ich würde trotzdem entweder die vom Baby Love kaufen oder die Pampers. Pampers. Ja, genau. Sie waren okay, haben auch diese Drei-Kammer-System, glaube ich. Und sind, machen ihren Sinn, sage ich mal. Aber ich finde, sie sind mehr Plastik. Und sie hatte mehr einen roten Hintern als bei Pampers. Dann habe ich eigentlich was Putzmäßiges auch gebraucht. Swiss Scheuermilch mit Mikrokristallen entfernt Schmutz zu 100%. Ja, macht schön sauber. Aber man muss aufpassen, welche mal Oberflächen man benutzt. Und ich finde, es hat echt einen frischen Duft. Finde ich echt gut. Das ist hier schön. Das andere sehe ich ja nicht. Dann hat mein... Habe ich wieder da reingemacht. Genau, die Teile, die waren ganz gut. Ah ne, die hat meine Tochter, mein Freund drauf gemacht. Genau. Ja. Er sah ganz schick aus. Kind, schlaf weiter, nicht nur 10 Minuten. Dann Stilltee wieder. Ich liebe Stilltee. Ich würde immer wieder diesen, wenn ich nochmal stillen sollte, ich bin jetzt gerade dabei, einmal am Tag eine Flaschenmahlzeit zu geben, einfach um sie schon langsam dran zu gewöhnen, weil sie ist 4 Monate. Ich könnte auch ein Jahr lang stillen, aber ich möchte es nicht. Es ist nicht so mein Ding, sage ich mal. Ich möchte auch keinen Shitstorm deswegen oder irgendwas. Es ist mir auch wurscht, was andere dazu sagen. Sollen sie 5 Jahre lang stillen? Das ist auch für mich okay. Für mich wäre es aber nicht. Wisst ihr, was ich meine? Jeder soll das machen, was er möchte. Und ich möchte langsam mein Kind abstillen. Und sie kriegt jetzt seit gestern auch mal einen Brei. Gestern hat sie Karotte. Ganz so, als hätte sie das erste Mal diesen Geschmack. Aber der hat ihr ganz gut geschmeckt. Also sie hat da echt dran rumgeschlotzt und ich war ganz, ganz stolz auf sie, wie sie das gemeistert hat. Ja, dann haben wir das hier aufgebraucht, werde ich nicht nachkaufen. Ich finde, es ist irgendwie kein Sinn hinter diesem Balea-Zeug da. Ich finde, es ist einfach alles wässrig vom Balea. Auch das Shampoo, okay, das, was wir gerade benutzen, ist Maracuja-Melone, Honigmelone oder sowas. Maracuja nicht. Irgendeine, auch aus dieser Schönheitsgeheimnis-Serie, aber ich mag es nicht. Ich mag den Duft nicht, den hatte ich das erste Mal benutzt. Wahrscheinlich habe ich es auch hier. Ja, genau, das hier. Manuka-Honig. Mag ich nicht. Es ist mir zu intensiv. Es ist, riecht wirklich nach diesem Honig. Mag ich nicht ganz so. Ohne Silikon und ohne Parabene. Meine Haare sind derzeit so raus, klar, ich still noch, aber wenn ich dann abstille, ich glaube, dann fallen sie wirklich raus. Ich kämme ja nicht jeden Tag meine Haare, deswegen fällt es mir gar nicht so auf, sage ich mal. Aber wenn ich sie kämme, dann kommt schon einiges runter. Dann etwas, was mir gut gefallen hat, also habe ich nicht selber benutzt, habe ich meinem Sohn reingemacht, hat aber meine Tochter zum Geburtstag bekommen, Zeit zum Feiern und sie hat es weiter ihm geschenkt. Brombeere, schwarze Johannisbeere. Richtig geil. Roch einfach richtig gut. Unser Badezimmer ist nicht allzu groß, aber es hat doch irgendwie die ganze Wohnung so erwärmt. Also die Kleine ist jetzt aktuell wach. Heute ist auch der 15.
Sie ist gerade wach. Kleiner Wulleproppen. Sie ist gerade wach und sie guckt gerade in die Kamera hoch. Ja, irgendwie, ne? Die Zeiten ändern sich. Ich weiß noch, als meine Große auf die Welt kam, da haben wir keine Kamera gehabt. Also wir hatten ein Babyfon ohne Kamera. Und es war auch okay. Also man hat auch überleben können, ne? Dann habe ich diese Teile hier benutzt. Da waren zwei Windeln drin, glaube ich. Oder eine. Ne, eine. Oder zwei. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Fand ich aber auch nicht so berauschend. Also ganz ehrlich, es ist alles irgendwie dasselbe. Aber Pampers finde ich irgendwie besser. Also davon haben wir jetzt drei Packen leer gemacht. Drei oder zwei. Und es ist schon okay. Halten auch. Also die Zweier haben jetzt echt lange gehalten. Dann diesen Schwamm sortiere ich aus. Die habe ich mal bei Action gekauft in Hamburg. Waren ganz okay. Dann hat mein Sohn zu Geburt, oder da, wo ich in diese XXL-DM-Bestellung gemacht habe, dazu gibt es kein Video, weil das Kind ist schon länger auf der Welt und ich war ganz froh, dass ich es auch verräumt habe, weil das Kind kam ja 3 Wochen früher. Tatü-Tata Wassermelonenduft. Es ist aber kein echter Wassermelonenduft, sondern eher Honigmelone. Also ich finde, Wassermelone ist immer irgendwie, ich weiß nicht, wie riecht denn, Wassermelone riecht nicht so. Es kommt schon nah dran, sage ich mal, näher als andere, aber nicht so. Und er hat sich total gefreut, dass das da war. Dann eine olle Zahnbürste natürlich. Ich mag die von Oral-B am liebsten, Dr. Best meine ich. Die finde ich wirklich, sie sind zwar, ich hole gleich eine Tomate, ne? Sie sind zwar hart, sage ich, aber auch nicht so hart, dass sie jetzt komplett ganze Zahnfleisch... Noch eine Packung Stilltee. Also ich bin fleißig am Stilltee trinken tatsächlich. Mir reicht auch die Milch. Und mein Freund denkt, das ist normaler Müll. Obwohl ich ihn öfters mal sage, lass den Scheiß. Dann Nagellackentferner. Ja, ich mache mir aktuell Neonails. Oder das einfach Gellack. Ich würde mir auch Gelnägel dran machen. Ich finde aktuell ist es wieder sehr, sehr hässlich. Es ist... Wann habe ich das denn gemacht? Am 30. Heute ist 15. 15 Tage sind hier rum. 15 Tage sind hier rum und hier habe ich 2 Tage später, also 13 Tage, ne? Also es fängt aber langsam an, echt mir nicht so zu gefallen. Es sieht einfach scheiße aus dann. Also ich muss bald dran. Ich tue mich schon psychisch, physisch drauf vor. Ja, doch. Mich schon drauf einstellen. Aber das war mein liebster Nagellackentferner. Dann haben wir hier wie nennt man das? So Swiffer? Küchenpapier. Das haben wir leer gemacht. Ich mag es nicht. Es ist sehr, sehr große Stücke. Ich finde, die Kinder zum Beispiel brauchen gar nicht so ein großes Stück. Sie wissen gar nichts mit diesem großen Stück anzufangen. Und uns reicht eigentlich auch dieses, wenn es in der Hälfte noch geteilt ist, vom Penny. Genau, Zahnbürsten habe ich gewechselt. Ich wechsle dann alle. Dann habe ich Blinkküchen Power Reiniger. Damit habe ich auch mal den Mülleimer sauber gemacht oder auch mal einen Backofen. Ne? Einfach so random. Das hat schon, glaube ich, heftige Inhaltsstoffe. So, ich bin gespannt. Normalerweise nehme ich mir diese Tabs. Also Somat habe ich, glaube ich, das erste Mal seit Ewigkeiten. Normalerweise hole ich immer Finish, weil Finish gibt's. Ich glaube, Finish ist etwas günstiger als Somat. Ja, hier steht alles voll mit Müll. Wir sind bei 20 Minuten. Dann habe ich Klopapier. Das sind auch so einer meiner liebsten vom Lidl. Ist okay. Also ich meine, dreilagig reicht völlig. Wisst ihr, wie ich meine? Das sind meine liebsten Stilleinlagen. Die finde ich super, weil sie sind schön groß, auch wenn das Pad mal verrutscht. Ich klebe es sehr, sehr selten dran. Dann habe ich nochmal Stilltee. Bio-Fencheltee war in Ordnung, würde ich mir aber jetzt nicht nachkaufen. Es muss für mich nicht unbedingt Bio sein. Ich lege da jetzt nicht allzu großen Wert drauf, sag ich mal, ob es Bio ist oder nicht. Meistens wird es aber als Bio verkauft. Dann habe ich Antikalk, würde ich mir jetzt nicht nochmal nachkaufen. Ich finde, das riecht immer so ein bisschen nach
Toilette. Ich weiß es nicht. So ein Nachgeruch von Klo. Vielleicht, weil ich es fürs Klo auch benutze. Allgemein fürs Bad, ne? Fresh. Ich fand nicht, dass der Geruch fresh war. Der hat sowas Blumiges gehabt. Da war etwas, was mir nicht ganz so zugesagt hat. Dann wieder Fenchel. Ah, ne, Bio-Stilltee. War in Ordnung. Würde ich mir aber jetzt auch nicht nachkaufen. Der ist von Rossmann. Ich komme eh so. Ich habe jetzt gerade aktuell kein Auto wieder. Mein Auto ist kaputt gegangen. Dann, ja. Ist kaputt. Dann habe ich Lenore aufgebraucht. Ich würde jetzt immer nur Lenore kaufen. Ich glaube, es ist Lenore, das Grüne. Mit nicht mit Aloe Vera, sondern mit. Wie heißt der Scheiß? Fibresduft. Denn das finde ich wirklich gut. Ich glaube, der hat. Das ist Fibres. Ich bin mir nicht ganz so sicher. Oh, ich hoffe, hier fällt nicht gleich alles runter. Übrigens habe ich heute Natasha Denona wieder drauf. Ich muss sagen, die Palette ist an sich hässlich, wenn man sie anguckt, die Triochrom. Wenn man sie dann aber irgendwie versucht zu kombinieren, geht's. Dann ist sie nicht ganz so hässlich, meiner Meinung nach. Dann habe ich ein Trockenshampoo. Boah, dieser ganze Staub um meine Nase. Trockenshampoo leer gemacht. Ich fand den Duft ganz gut. Der hat nach Honigmelone gerochen. Sweet Melon. Ist in Ordnung. Kann man mal machen. Dann habe ich ein Fixierspray leer gemacht von Trended Up. Das musste aber auch mal platt gemacht werden. Dann habe ich noch eine Glow Daily Vitamin C Gel Cream. Sowas mag ich am liebsten, so ein Gel, dünnes Gel-Creme. Denn ich muss sagen, ich habe ein sehr, sehr reichhaltiges Hitzevermögen. Mir ist immer sehr, sehr schnell warm. Und ja, das war ganz okay. Das hatte ich mal, glaube ich, bei irgendeinem Online-Shop geschenkt gekriegt. Ja, fand es aber ganz gut. Also ist auch cruelty-free und ja, ist ganz in Ordnung. Ich hole mal das Kind. So, wir haben noch so ungefähr 8 Minuten. Ich hoffe, die Kleine ist ruhig. Die chillt jetzt mit mir hier in der Küche. Und sie guckt mir zu und ich denke, dass es geht. Wenn sie arg unruhig wird, höre ich einfach auf. So, wir waren beim Stilltee und schon wieder ein Stilltee. Also ihr merkt, ich habe auch schon wieder eine Verpackung im Gebrauch und ich liebe den Tee einfach. Ich muss mich so ein bisschen dran. Was mich so ein bisschen stört, ist, dass man keinen Pfefferminztee trinken kann. Ich liebe Pfefferminztee. Aber ich habe auch gehört, man soll gar nicht so viel Pfefferminztee trinken. So, dann habe ich eine Kerze aufgebracht und zwar ist die von Glade bei Brise. Und zwar ist das die mit Tannenduft. Oh, so geil. Wirklich würde ich immer wieder nachkaufen. Der Müll steht ewig schon. Mir war es auch schon wegen der Hebamme und mein Besuch. Musste immer in mein Wohnzimmer kommen. Mich selber stört das gar nicht so, muss ich sagen. Aber wenn ich einen Besuch bekomme, dann fragen sie sich, warum der Müll da noch steht. Und ich möchte auch nicht als Messi betitelt werden. Und sage, ja, ich mache ein Video und dann habe ich doch keine Zeit. Und heute oder morgen wollte ich das auf jeden Fall machen. Und es passt eigentlich ganz gut, wenn ich es heute mache, weil morgen wird der Müll abgeholt. So, nochmal Klopapier. Juhu! Ihr merkt, wir sind richtige Scheißerchen. Der Müll steht wirklich schon 2 Monate. Also Slip-Einlagen extra lang mit frische Duft. Mit frische Duft brauche ich gar nicht. Also ich finde das auch nicht nötig, dass da irgendein Duft dran ist. Ich möchte eigentlich nur eine Einlage, um Sicherheit zu haben, einfach um mich wohler zu fühlen, aber nicht jetzt mit frischem Kick oder sowas. Nee, zwischen meinen Beinen sollte mir jetzt auch keiner rumschnüffeln. Gell? Dann haben wir nochmal Klopapier. Also ihr merkt schon, wie wir drauf sind hier. Dann habe ich hier Post drin. Dann feuchtes, sensitive feuchte Tücher, die holen. Die habe ich bei allen 3 Kindern benutzt. Dann wieder Stilltee. Ihr merkt schon. Gibt es ja auch irgendwas. Dann habe ich zur Geburt so ein Versace. Dieses kleine Mini-Parfüm-Geschenk. Das benutze ich ab und zu. Da sind 5 Milliliter drin und ich finde es einfach eine süße Kleinigkeit. Sowas mag ich gerne. Dann das da riecht echt arg nach Mann, ist mir eigentlich zu intensiv. Es riecht nach so Herren. So richtig. Dann Badethermometer. Ich habe
über einen Monat keinen benutzt. Dann hatte ich den Popo-Thermometer da ins Wasser gesteckt und war mir echt nie so sicher. Ich teste das natürlich, also ich mache das ins Wasser und gucke mit meinem Ellbogen, also mit diesem Teil hier immer noch, weil meine Hände sind schon resistent gegen Hitze. Aber hier die Haut ist dünner, sag ich mal. Da merkt man das einfach, wenn man es testet, ja, ob das okay ist oder nicht. Den ist übrigens rosa. So wie die meisten Sachen bei uns. Da einmal hingefallen, dann ist mir komplett alles hier, ne, auseinandergefallen und echt nervig. So. Also, ich hatte mir die Natasha Gold Palette gekauft im Mini, die ich euch ans Herz legen kann. Finde ich toll. Würde ich immer wieder nachkaufen. Ich habe so viele Paletten von ihr jetzt ausprobiert und ich muss sagen, ich bin nicht von allen angetan. Wir kommen zu den Kleinigkeiten, die hier drin sind. Vielleicht schaffen wir es sogar in 6 Minuten. Stilltee. Fenchelkümmel, Anis, richtig eklig. Brauche ich gar nicht. Dann Slip-Einlagen. Die da sind die besten. Die werde ich heute auch nachkaufen. Gleich 2 Pakete, dann bin ich safe. Riecht nach nichts. Ist lang. Hält wirklich guten Schutz. Ich bin wirklich, also nach der Geburt, nicht den Wochenfluss, sondern den danach, damit einfach, ja, nach der Rückbildung ist wahrscheinlich alles besser. Ich bin auch froh, wenn der Kindergarten wieder anfängt und die Schule. Man hat einfach irgendwie andere Struktur. Ist einfach so. Dann habe ich diesen Schwamm hier. Ich glaube, das war der Flauschi. Nee, das war der schwarze. Den finde ich gut. Davon habe ich euch letztes Mal schon erzählt, glaube ich. Dann habe ich eine Gesichtscreme endlich leer gemacht. Von meiner süßen Emine hatte sie mir die drinne gehabt. Olas fand ich gut. Also es roch, wie meine Mutter schon benutzt hat. Olas hat immer diesen bestimmten Duft Anti, ja, Falten Night Cream. War in Ordnung. Konnte ich aber auch nur abends benutzen. Auch nur alle 2 Tage. War mir zu reichhaltig irgendwann. Deodorante riecht ähnlich wie ich darf mit Gurkenduft. So ähnlich riecht das. Brauche ich nicht nochmal. Dann habe ich, was habe ich hier? Pflegelotion und Wasch, Haut und Haar. Das habe ich auch geschenkt gekriegt. Vielen, vielen Dank dafür noch. Das habe ich für mich selber benutzt, weil ich nur Öl und Veleda nur benutzt hatte. Mittlerweile sind wir auch was auf andere. So wie das hier haben wir benutzt, ne? So. Verschiedene Sachen. Dann Calendula Babycreme. Genau. Und das ist dieses Öl, was ich euch gesagt habe. Das habe ich auch schnell versucht aufzubrauchen, weil das ist noch im November abgelaufen. War in Ordnung, sage ich mal. Ist jetzt nicht ganz so dramatisch, aber bei Naturkosmetik ist es halt auch, ja, das fand ich ganz, ganz toll. Freiöl, Babyöl. Ziemlich staubig alles. Dann haben wir diese ganzen Reinigungspads. Diese Eier da habe ich jetzt mal entsorgt. Da sind auch Haare. Diese Dinger da entsorgt. Dieses Herz, das ist dieser Cognac-Schwamm. Der ist, wurde mir auch geschenkt. Super lieb. Dann habe ich Dekoratives auch für euch. Einmal habe ich Baby-Bene-Gel. Das kann ich euch ins Herz legen, wenn das Kind Mischorf hat. Oder so Baby, diese trockene Haut auf dem Kopf. Die Valentina hatte das extrem, muss ich sagen, von allen 3 Kindern. Die Nikolai hatte es damals auch, aber ich wusste nicht, dass es das gibt. Damit ist das wirklich alles komplett. Ich habe das einmal komplett einwirken lassen, eine halbe Stunde. Lange drauf, Mütze, habe das wirklich gut einwirken lassen. Dann hatte ich bei ihr das eine halbe Stunde, glaube ich, gekämmt. Sie ist sogar eingeschlafen mit so einem Kamm. Schön, dass es an der Kopfhaut lang ging. Und das ging so super schön weg. Ich kann das euch nur ans Herz legen. Dann aufgebraucht oder wegschmeißen tue ich einen Lip Liner vom DM. Der kommt in Müll. Dann ein Lippenstift von Catrice, der ist schon 300 Jahre alt. Aufgebraucht für mich habe ich das von Essence Liquid Ink. Würde ich nachkaufen, auf jeden Fall. Und das hier von Tarte, der Shape Tag, würde ich nicht nachkaufen. Der ist mir viel zu trocken und viel zu stark deckend. Und so viele Augenringe kann doch kein Mensch haben. Leider gekippt ist mir der von Becker. Der riecht umgekippt, der riecht wie Wachsmalstifte.
Brauche ich aber nicht. Und ich würde mir das auch in groß kaufen, weil ich mit meinem Finger da nicht reinkomme. Na? Also finde ich doof, nur mit Pinsel. Ich bin aber eher diejenige, die das zack, zack, na, geht schneller. Ja. Coco Chanel, Mademoiselle würde ich auf jeden Fall nachkaufen, wenn ich irgendwas leer mache. Libre von Yves Saint Laurent nicht so. Dann habe ich auch mal eine Glasnagelfeile weggemacht, weil ich benutze es einfach nicht. Aufgebraucht habe ich auch das hier. Dann das hier. Das hatte ich alles noch im Krankenhaus aufgebraucht. Ich kam nur nie dazu. Da ist auch mein Eyeprimer, der ist schon eingetrocknet. Von zu Eva habe ich echt nicht dran gekaut. Also es gibt Sachen, die sind wirklich schon kaputski, ne? Die sortiere ich auch dann aus. Also ich würde sagen, ich verabschiede mich. Es sind hier noch ein paar Sachen, aber die sind alle um. Also die habe ich nicht leer gemacht, die sind alle kaputt. Ich sage Tschüssikowski. Wir sehen uns im nächsten Aufgebraucht und ich bin einfach froh, den Müll loszuwerden. Tschüss, meine Lieben, bis zum nächsten Mal.